Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Last Epoch. Ich bin ein bisschen versteckt hier. Ja, da bin ich. Gut, wir haben gestern im Livestream doch einfach dieses schleppende Hochkommen gemacht. Jetzt sind wir hier in einer der letzten drei Monolithen, oder? Jetzt müssen wir die zwei noch machen und hier einfach die Missionen, Bosse. Sind, glaube ich, drei Stück. Und ja, dann sind wir empowered. Und in empowered macht es dann wieder viel mehr Spaß. Ist nicht mehr so streckend und wir leveln auch ein bisschen besser. So, wir sind, glaube ich, Level 77. Und ja, wir hatten ein bisschen Probleme mit den letzten Bossen, weil wir nicht so schnell ausweichen können. Aber es ging eigentlich, weil man sich immer sehr schnell wieder heilt und ja, kann auch ein bisschen hüpfen, aber nicht weit. Also seht es, es geht nicht weit. Also jo, die Beschwörungen brauchen unbedingt Bewegungskills. Die werden sie hoffentlich auch bekommen am 21. Februar mit 1.0. Und sonst, ja, sie müssen einfach ein bisschen zäh werden. Müssen sie Items auch zuerst irgendwo farmen können. Jo, und das kann man am besten, indem man einfach mal schaut. Droppen ähnliche Items mit ähnlichen Modifikatoren. Und droppen auch die Items, die im Guide ja, zu sehen sind. Also die blanken Items, die Basis-Items. So wie ein Schwert halt aussieht und ein Hut aussieht, oder? Diese Items. Und dann farmt man einfach einige Zeit, bis es dann möglich ist. Jo, wird wahrscheinlich schon gehen. Also ich bin jetzt eher ein bisschen halt übersättigt nach langen Patch-Wartezeiten, oder? Man ist ein bisschen am Glitschen, ja. Ein bisschen lang, am lang gezogen werden. Man wartet halt einfach auf den richtigen, ganz, ganz großen Patch. Sozusagen von der Beta in die Vollversion. Und das eben am 21. Februar. Und da kann es schon manchmal sein, dass einem langweilig wird. Man sieht es ja an vielen Spielern. Sie haben aufgehört, weil sie denken, sie können andere Spiele besser momentan spielen. Die haben Updates bekommen oder so. Und das neue Spiel natürlich rausgekommen. Klar. Aber findet ihr nicht auch, dass es wieder relativ wenige Hack'n'Slays gibt? Es muss endlich mal so ein Hack'n'Slay wie Sacred 2 rauskommen mit einer ganz offenen Welt. Weniger Multiplayer-Aspekt. Weniger halt die ganze Zeit Seasons oder Ligen. Es ist einfach so ein bisschen demotivierend, immer ständig Liga-Content zu haben. Pass of Exile ist so voller League-Content, ich kann es fast nicht mehr spielen, weil es einfach immer wieder stört, wenn irgendwas passiert. Oder wenn man jetzt auftritt. Es ist fast schon ein MMO-Charakter. Und das mag ich einfach nicht. Oder MMO-RPG, am besten gesagt. Und ich möchte lieber so die Welt erweitert haben, oder Monster halt mehr und größere Fortschritt als ständig immer noch von 1 auf 100 leveln und fertig. Also ich möchte halt wirklich, ja, auch mal wieder stärker werden im Endgame, oder? In World of Warcraft ist es zum Beispiel ja nicht so gut gegangen, da haben sie es zurückgesetzt. Aber in einem Hack and Slay kann man das ohne Probleme machen. Man muss ja auch die Schadenszahlen nicht immer ständig anzeigen lassen. Irgendwie lieber das, die Lust hat, das ist halt mehr Arbeit, aber das Trefferfeedback und die Gewalt, das Zittern und so wird einfach größer. Das wäre am besten, oder? Aber scheinbar ist das halt schon sehr aufwendig. Habe ich auch meine Probleme, wenn ich irgendwas texturiere oder irgendwas scripte. Es dauert einfach viel zu lange. Ich möchte es zwar machen, aber ich kann es nicht von der Dauer her. Und deshalb, jo, kann ich auch nicht alleine ein Spiel entwickeln, obwohl ich es könnte. Früher ging das noch so mit Morrowind und Diablo 2. War nicht ganz so aufwendig mit den Texturen. Und immer nur 2D, oder? Also 2,5D. Ziemlich stark, soll ich das mitnehmen? Ja. So, auch wenn ich das nicht so mag, immer die ganze Zeit zu trinken. Bier zu saufen, hä? Wann droppt das nächste Bier?
Ein Heiltrank, der Bier heißt, hä? Mann. Oder Bier eigentlich jetzt hier in der deutschen Version natürlich. Ja, es gibt einfach natürlich einfach Arbeitszeiten, wenn etwas toll sein muss. Aber ich verstehe nicht, dass dann große Entwicklerteams trotzdem noch so lange brauchen, oder? Also, wir haben so viele Mitarbeiter. Was machen denn die ganze Zeit? Ist das denn so arbeitsintensiv? Oder es gibt ja auch viele Spiele, die gar nicht so Updates bekommen wie Last Epoch. Last Epoch ist ja schon sehr gut in 3 Jahren entwickelt worden. Jetzt im 4. Jahr geht es wahrscheinlich schon langsamer. Oder dann wieder schneller, wenn die Vollversion draußen ist, wegen den Seasons. Und dann hoffentlich sind die besser, also dass sie wirklich etwas ganz Neues bringen. Als ständig irgendwelche kleinen Minimissionchen. Und die ganze Zeit das Gegrind, oder? Ich mag das einfach in Pesopex ja nicht. Ständig muss man irgendwo durch, wo man auch sehr schwere Gegner hat und dann immer wieder ein bisschen gestresst wird. Ja, gut, es ist halt einfach Solo-Safe und nicht so gut machbar und ohne, also ohne zum Beispiel Mitspiel dabei zu haben immer ständig. Aber jo. Es ist schon spielenswert, klar. Aber Pass of Exile gefällt mir viel mehr. Was machen denn diese Texturen die ganze Zeit? Buggy, buggy, buggy. Wie stören euch eigentlich Bugs in diesem Spiel? Also wenn ihr auch zuschaut nur. Wenn ihr selber spielt. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wie es euch stören. Weil die meisten Bugs sind halt nur optisch. Oder ja, halt irgendwie. Ja, also man kommt kurz nicht weiter, man startet das Spiel neu und dann kommt man weiter. Gab ja auch mal, dass die Echos nicht mehr abschließbar sind und oder die Missionen gefehlt haben dann in der Map, aber das war ja nur ganz kurz. So, Nahkampftrefferschwäche, okay. Und die sind auch nicht so gut. Und wie findet ihr die als Statuen? Also Eis ist schon sehr geil. Das war schon ein bisschen OP, habe ich das gesehen. Ich glaube, die greifen nicht gut an, die Ranken. So, nochmal drüber. Immer schön drüber wischen. Okay, jetzt müssen wir wieder in die andere Richtung. Schön. Jetzt ist gerade die Lizenz auch wieder besser für diesen Ansturm-Rampage. Rampage. Gut. Ah, jetzt kommen die große Armee da. Also Armee ist es nicht so, aber. Ne, zuerst kommt der, in der nächsten Mission kommen die ganz. Ja, ich weiß nicht, 7, 8 Stück. Die Magie verwenden und also. Ist ziemlich cool gemacht, mal einfach mal ein bisschen mehr konzentrieren zu müssen. Weil es einfach mehr Bosse sind. Hingabe. Ah, okay. Habe ich noch nicht. Mir droppt das Zeugs nicht. Ich glaube, es ist bei Age of Dragons oder so am Droppen. Irgendwo, wo ich einfach noch nicht genügend war. Ich habe ja die unteren Empowered Monolithen gemacht, eher nicht. Empowered Age of Dragons oder nur wenig. Ja, genau, wenig oder schon gemacht, aber sehr wenig. Ich habe einfach noch nicht Glück gehabt. Aber ja, ich spiele ja auch nicht so viel. Eher wenig, also ein paar sind es schon, aber täglich und so. Ja, aber ich habe schon ein bisschen das Gefühl, ich brauche ein bisschen länger als einen Tag. Das ist sehr gut. Also so etwas jetzt gerade, Leeren und Nekrotik. Das wird eigentlich nicht gerade jetzt gut gehen. Ach, schade. Als leeren Widerstand hätte man sonst zu wenig. Ja, ja. Diese Resistenzprobleme, stimmt. Das ist etwas, das einfach ein bisschen genervt werden muss in den Spielen. Also ein bisschen verbessert werden. Dass man mehr Resistenzen holen kann, ohne immer ständig auf Resistenzen zu schauen. Es macht keinen Spaß, wenn man ständig in Not ist, oder? Weil man will ja auch stärker werden. Dann kann man einfach nicht stärker werden, weil man überall
dann Resistenzen stacken müssen. Ja, man hat halt auch immer wieder Minusresistenzen in den Spielen dann. Später. Und muss die zuerst dann mal noch aufbauen und oh, man ist dann so begrenzt beim Itemisieren. Ja, Entwickler haben auch immer wieder Probleme mit ihrem Spiel. Sie übernehmen sich schon vom Anfang an einfach zu groß. Die Spiele machen zu viel Spaß, dass man jetzt sagen kann, jo, deswegen spiele ich das Game nicht gerne oder so. Ich spiele es trotzdem gerne, aber immer ständig wieder zu merken, ja, das und das ist nicht so gut. Ist halt schon, ja, ein bisschen deprimiert, ein bisschen unschön. Aber dafür eben, es gibt so, also vor allem die Schattierungen, die kommen, also viel dunklere Schatten, dafür auch viel schöneres Licht. Es ist hoffentlich da nicht zu dunkel, oder? Also ich habe ein Bild gesehen, Vergleichsbild, wo es in dem Ende der Zeitlager zu sehen war, das wird sehr viel dunkler. Und ja, das ist fast so wie ein Shader beim Minecraft oder so. Man muss sich zuerst daran gewöhnen und muss natürlich diese Sichtprobleme einfach einverleiben. Das ist nicht so extremst. Also ja, vielleicht die Reflexion eher, die stören dann. Dass man halt einfach ein bisschen zu sehr abgelenkt ist, nicht so die Action sieht oder was mögliche. Hat immer eine schöne Fackel dabei haben. Ich habe hier ja auch die Pets nicht mitgenommen. Der Rucksack habe ich nicht angezogen. Weil es einfach ein bisschen stört. Oder Kosmetik. Muss jetzt auch nicht immer ständig zu sehen sein. Und sie sind zu überteuert. Also es ist auch bei Last Epoch leider sehr teuer. Kann mich das nicht leisten. Bei Pestfexel habe ich es zwischendurch gemacht. Ja, weil ich auch immer sehr, sehr motiviert war, das Spiel zu spielen. Aber nicht die teuersten, eigentlich fast die billigsten, oder? Die am schönsten aussehen und trotzdem billig sind. Für was teure, die dann wieder nicht so schön aussehen, kaufen, wenn man das sparen kann, oder? Man sollte ja nicht so viel ausgeben. Das ist eine Sucht nach irgendwelchen schönen Objekten. Das Spiel könnte bald dann wieder irgendwo im Boden versinken, oder? Also nicht mehr gespielt werden, dann ist es für nichts. Außerdem, ja, ich möchte ja ein Spiel nicht schön aussehen, ich möchte genug stark sein und Spaß haben. Also das brauche ich auf jeden Fall. Ich habe ja noch diesen Meteor, der auf Krit gehen muss. Es ist aber einer mit, ja, es ist einer ohne Klassenbeschränkung. Sehr schön. Also, jetzt kommt der Boss. Es war scheinbar nicht das mit diesen Spielen. Ist das das Eisecher dann noch? Eismonolith. Aha, ich habe jetzt ein Nebenlevel gemacht. Ich wollte eigentlich das machen. Was ist jetzt einfach noch ein Level? Okay. Noch ein Echo. Ui, ups. Dann ist es aber das, oder? Das ist mit den großen Drachenähnlichen Gegnern. Ich glaube, da müssen wir mehr nach links zuerst. Ja, ich wollte ja sowieso noch da drüben noch ein paar Echos holen dann später. Also ich denke, ich mache mal nach dem Part einfach für mich noch ein bisschen weiter und mache wirklich das Langweilige. Und ich kann ja dann zeigen, was ich gedroppt habe, aber ja, damit ihr einfach nicht immer so wieder Parts haben, wo man halt einfach die ganze Zeit das Echo auffüllen muss und wieder Bosse besiegen muss und ständig. So viel Grinding müsst ihr ja nicht sehen. Es passiert echt nicht viel dann. Und sobald irgendwas passiert, kann ich ja direkt eigentlich eine Aufnahme starten. Aber eventuell passiert halt jetzt schon etwas und dann kann ich nicht gerade sofort die Aufnahme starten und dann verpasse ich es noch. Ich gehe jetzt mal unten durch. Wird schon gut durchgehen. Also die Gegner sind schon ein bisschen übertrieben mit ihrem Aoe. Gorn, okay.
hier irgendwas noch? Keine Ahnung. So, was haben wir drauf? Schon sehr viel. Tine LP. Das ist ja das alte Schild. Da habe ich leeren Widerstand drauf gehabt. Ich könnte eigentlich das dann wieder nehmen und dann kann ich trotzdem die Rüstung austauschen. Mich verbessern, oder? Defensiv. Also Crit Evidence ist halt schon sehr wichtig. Crit, kritisches Ausweichen, dass man weniger Crit-Chancen bekommt. Weil, ja, man hat es ja da bei diesem Gegner mit dem... Ja, mit dem Adlermenschen-Gegner gesehen. Die hat mich ja irgendwie dreimal getroffen, dreimal gekrittet oder so. Obwohl es nur ein Schuss an großen drei Richtungen Ding ist. Genau die. Ah, das sind die. Genau die. Gotisches Fleisch oder so. Das sind die. Sind gar keine Drachen. Oder ein paar Punkte sind die Drachen. Aber das ist jetzt wieder eine längere Mission. Finde ich gut, dass man mal ein bisschen länger geht. Einstimmung. Ja, Vergiftung. Wieso kommt kein Cold Damage? Gibt's hier überhaupt? So, Stats alleine, ne. Also, wir sind... Wo sind wir hier? Genau, bei eben. Okay. Jo. Es ist schon ein bisschen zäh langsam. Aber, jo. Also die kommen scheinbar auf. Es ist eher so, dass man die Ranken halt einfach noch nicht so schnell hat. Dadurch sind normale Gegner sowie große Gegner ungefähr relativ gleich schnell down. Jo, der B ist ja jetzt gar nicht so ein mega schneller Killer. Aber das Leben ist schon hochgegangen. Es ist um 100 jetzt wieder gestiegen. So Zauberstäbe mit Spell Damage braucht man sehr oft. Bekommst du noch irgendwas über? Kaltwiderstand, was da? Und ich weiß nicht, ob der Bosskampf halt ein bisschen im Nahkampf ein bisschen schwieriger wird. Im Fernkampf ist er sehr einfach. Vor allem mit Totems. Und was haben wir noch gehabt? Mit Hammer war er auch relativ einfach. Also kann schon sein, dass er einfach wird. So. Boah. Ah, da muss man wieder wechseln. Okay. Da muss man die Position wieder wissen. Eigentlich ziemlich cool. Also wenn man so denkt. Was die so Effekte haben, das. Ja, aber macht sie mir auf die falsche Seite. Ich bin immerhin auf einer guten Position. Wunderbar. Jo. Gehen wir direkt nach oben und dann irgendwie unten. Na, geht's nicht.
müssen hier wieder ein bisschen zurück. Dem Bären geht es gut. So weit zurück wieder. Weshalb? Er ist doch irgendwo ganz rechts oben gewesen. Ja, hier müssen wir einfach hin. Wusste ich ja nicht. Hier sind ganz viele Eisstatuen. Deswegen. Wow. Der war aber nah. Lange warten, lange Laufzeiten, aber ja, wenig gekloppt. Schade, dass wir das ein bisschen verpasst haben. Gut, kann man ja nicht wissen, wenn man die Seiten halt denkt, man kann links umgehen oder so. Und hat es dann trotzdem nicht so weit. Er macht kaum Schaden mit seinen Explosionen. Er ist nichts wert. Also wenn ich nochmals Zeit finde, mache ich einfach nochmal so eine kackte Klasse. Vielleicht mal ein Harvest Leech. Es ist scheinbar irgendwie ganz viel Bonusschaden, den man irgendwie durch Items so bekommt. Und dann braucht man noch ein Item, das ich jetzt noch nicht gefunden habe, da noch. Um irgendwie an den Schaden zu erhöhen, ab dafür Leben und Mana zu verlieren. Mana wird wahrscheinlich kein Problem sein und das Leben wird ja mit dem Leash ziemlich schnell wieder aufgefüllt. Wäre sehr gut, aber das Item brauche ich doch zuerst. Das möchte ich nicht erfahren, ohne dass ich es besitze. Ja. Und ein anderer wäre einfach der Volcano Orb Sorcerer oder eher Rune Master, ist glaube ich ein bisschen stärker. Und zäher vor allem. Jo. Aber ich tue ihn ein bisschen anders bauen. Ich habe nicht so Lust, die ganze Zeit so in Linien zu schießen. Sondern ich möchte mit Schrapnell machen und schauen, wie Schrapnell gut stark sein kann am Endgame. Aber es macht am Anfang so ein bisschen 40 echt viel Schaden. Jo, wow. Die schießen ja wie wild hier. Die haben irgendwie Aggressionsprobleme. Gibt ihnen Ritalin. Und Relaxo. Optimista. Es gibt also Beruhigungsmittel. Flames consume you. Burn to ashes. Synapsenabschaltung. So, weg damit. Oh, was ist das für ein Angriff? Ja! Einen ganz langsam. Was willst du? Ich spiele jetzt wieder mit ihm. Der letzte von den Clowns hat's nicht geschafft. Das arme Ding. Und die armen Dinger eher. Beim Kanalisieren, ja. Im Popo. Also Betäubungsdauer, ja, wenn wir nicht auf Betäubung gehen, dann betäuben wir eigentlich nicht so viel. Wir haben ja den Freeze und wir haben das Gefäß wieder. Ja, Feuernova ist natürlich auch cool, aber ich habe es immer ein bisschen störend gefunden von der Grafik her. Zu hell, zu grill. Und einfach, ja, meistens nicht im Nahkampf gewesen. Habe ich erst kürzlich bei einem Bild gehabt. Und wahrscheinlich beim Volcanus Watchguard könnte man es auch noch haben. So, also das letzte, das obere mache ich natürlich als drittes. Wir gehen jetzt zum Eis.
mit Eis im Eis gegen Eisgegner aufräumen. Und zwar gehen wir Enemenemu und raus bist du. Wir gehen da runter und wieder hoch. Wir gehen einfach nach Westen. Into the West. Over the mountains cool. Jo. Das Spiel. Ich habe jetzt heute den ganzen Tag gewartet, bis ich das Spiel wieder spielen kann. Es macht wirklich Spaß. Es ist wirklich sehr ein tolles Spiel geworden. Früher hatte man noch wenig zu tun, aber ich war auch noch motivierend. Ich bin einfach einer, wo auch nicht unbedingt immer ständig Spiele kritisieren können, wenn sie noch nicht so lange gehen oder so. Man kann die Zeit trotzdem noch verbrauchen. Es geht ja meistens nur um Spaß zu haben und wenn der Spaß bleibt, kann man das Spiel eigentlich ständig spielen. Zum Beispiel bei Goat Simulator 3, wo ich ja auch noch ein lustiges Dinge-Video mache, wo irrsinnig lustig manchmal ist. Habe ich auch irgendwie das Gefühl, ich muss nie das Spiel aufhören zu spielen. Ist echt toll. Macht sehr viel Spaß. Aber ja, wenn man halt weniger spielen kann, als man eigentlich will, dann hört man auch nie auf zu spielen. Dann ist man auch nicht noch so, mega süchtig nach Spielen. Und wenn man es dann noch zeigen kann den anderen, dann macht es sowieso besonders viel Spaß. Also wenn es euch ein bisschen langweilig ist, selber zu spielen, hat einfach mehr Let's Plays und Livestreams. Ist ja auch langsam am Aussterben, Let's Plays. So. Ist ja alles eigentlich eher mit Livestreams verbunden jetzt. Oder es wird noch Let's Play genannt, aber es sind Livestream-Aufnahmen. Und das finde ich echt nicht gut. Man vermisst schon extrem etwas, was man eigentlich erst aufgebaut hat. Vor 15 Jahren ist schon wieder weg, oder? Aber so sind die Trends. So sind leider die Trends. Ich mag Blumen, aber die nicht. Die sind voll giftig. Wisst ihr, welche Stimme das ich ein bisschen nachmache? Also es ist nicht 100%, aber ich mache eher ein bisschen eigen Ding noch. Das Suicide Squad, der Haifisch. Von Sylvester Stallone gespielt, also geredet, glaube ich, im Englisch. Aber es ist ein bisschen eher beste, natürlich Greenscreen. Und wie heißt das andere? Jo. Dieses Computerzeug sanierte. So, fertig. Oh. Einen Zweihandspeer. Das könnte ich eigentlich. Geht der auf Krieg? Der geht gar nicht auf Krieg, der geht auf dort. Ich glaube, ich nehme ihn mit, aber ich habe keinen Platz. Ich nehme ihn so lange mit, bis ich keinen Platz mehr habe, und dann werfe ich ihn weg. Ne, Creed Multiply ist schon sehr gut. Ne, nicht flackern. Ja, ist leider noch nicht fertig. Wir müssen noch ein bisschen verzichten auf die Rüstung. Okay, wir müssen schon ein bisschen runter, weil es hier ein Ding ist nicht so schwer. Ja? Nö. Ja, aber der Part ist zu Ende. Also ich mache jetzt extra gerne noch längere Videos. Sehr gerne. Und falls ihr es merkt, ich habe noch die Qualität scheinbar ein bisschen verbessert. Ich habe jetzt doch noch getraut, das zu machen, was eventuell, was einfach steht, was eventuell irgendwie Probleme macht. Und teste es jetzt einfach. Und wenn es halt Probleme macht, mache ich es wieder ein bisschen geringer von der Qualität. Aber es werden schon größere Dateien natürlich.
Könnte ich heute eigentlich noch livestreamen? Ich mache mal einfach mal Pause und versuche dann noch ein bisschen zu livestreamen. Der Minecraft-Server ist bald einzugsbereit und da geht ja Roleplay-Server. Könnte eigentlich auch bald starten. Da bin ich noch nicht so sicher, wie lange es geht, noch alles anzupassen beim Lukas. Aber bezahlt ist schon alles, was eigentlich nötig war. Ich musste schon wieder mehr zahlen, als ich eigentlich vorausgedacht habe. Aber gut. Wenn man halt das Geld spart, kann man es auch ausgeben. Und da oben ist es. Sehr gut. Also dieses Unique Echo, da wird wieder etwas Schlechtes rauskommen. Ich muss es jetzt hoffentlich nicht aufnehmen. Sonst kann ich mal versuchen, noch einen Livestream zu machen. Morgen wird schwierig. Ja, doch morgen könnte es klappen mit einem Livestream. Ich bin heute echt wieder ein bisschen gestresst und müde. Wird wahrscheinlich einfach mit der Gesundheit nicht so gut gehen. Klappen. Ah ja, ich könnte ja mal auf Twitch einfach kurz versuchen, dann es wird noch einige Zeit gehen. Ist ja noch nicht so spät. 20.32 Uhr ist bei mir. Und das Video muss noch hochgeladen werden. Das wird eben ein bisschen länger dauern, eventuell. Einfach ein bisschen ausprobieren, ja. Aber es liegt, glaube ich, an YouTube, dass die Videos manchmal ein bisschen schlechter aussehen. Also, oder ich bin einfach verwöhnter geworden, aber ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwas läuft im Player manchmal nicht so gut. Okay, das brauche ich beim Bildschirm. So, jo, dann lade ich gleich hoch. Und euch einen schönen Abend. Oder einen guten Morgen, wenn ihr das später schaut. Oder irgendwie Mittag. Weiß doch nicht, wenn ihr Zeit habt. Und ja, wir kommen vorwärts, gell? Und jetzt macht es dann sicher viel Spaß. Vor allem auch mit der Arena, die möchte ich ja unbedingt machen. Wo man einfach die Bosse besiegen muss. Also dieses, weiß nicht, Über-Arena oder so. Nicht das Endlose oder das andere. Und dann kommen so, ja, Arena-Gladiatoren, die bestimmte Items droppen können, die es nur dort gibt. Und eines davon hätte ich sehr, sehr gerne. Für einen Beastmaster, glaube ich. Oh. Sehr gut. Also dann, Dankeschön und auf Wiedersehen.